Vandana Shiva from India. Ich bin Vandana Shiva aus Indien. Eigentlich bin ich Quantenphysikerin. Die letzten 40 Jahre meines Lebens habe ich aber dem Dienst für die Erde gewidmet. Ich habe daran gearbeitet, eine Erddemokratie aufzubauen. Konkret habe ich mich für die Freiheit des Saatguts, Nahrungsmittelfreiheit bzw. Lebensmitteldemokratie eingesetzt. Ebenfalls für solidarisches Wirtschaften und lebensbejahende Demokratien. Also breite Visionen, aber konkrete und geerdete Aktionen. So it's very broad visions, but very concrete actions on the ground. Well, my first big. Mein erster Kontakt damit war die Begegnung mit der Chipko-Bewegung, wo Frauen aus meiner Gegend, ich komme vom Himalaya in Nordindien, begannen, Bäume zu umarmen. Das Wort Chipko heißt umarmen. Die haben gesagt, wenn ihr die Bäume fällt, müsst ihr zuerst uns töten. Dort habe ich die Bedeutung von politischem Aktivismus verstanden. Ich habe verstanden, dass die Armen die besten Anwälte der Erde sind. Im Gegensatz zu dem Mythos, dass man zuerst wachsen und reich werden muss und man sich dann um die Umwelt kümmern kann. Ich habe auch verstanden, dass normale, einfache Menschen über tiefes Wissen verfügen. Mein zweiter bedeutsamer Schritt zum Thema Saatgut kam durch die Konfrontationen mit Ereignissen wie der Bhopal-Giftgaskatastrophe von 1984 oder Konferenzen, wo die Biotechnikindustrie über das Leben als ihren Besitz sprach, wo sie für Gentechnikpflanzen warb, über Freihandelsabkommen verhandelte, um den ganzen Planeten zu ihrem Eigentum zu machen, mitsamt aller Lebenszyklen der Natur. Ich fand das obszön. Das war Gewalt gegen die Erde, Gewalt gegen die Menschheit. So entschied ich mich, mein Leben der Rettung des Saatguts zu widmen. Und ich habe die Navdanya-Bewegung gegründet. Die Ökonomie der Gier, die bereits so viel von diesem Planeten zerstört hat, ist mittlerweile eine sehr verzweifelte Ökonomie. Verzweifelt in ihrem Zugriff auf den letzten Tropfen Wasser, das letzte Saatkorn, den letzten Hektar Land. Aber sie ist auch verzweifelt im Versuch, jeden Ruf nach Alternativen zu zermalmen und Saatgutschützer, Gärtner, Bauern und die Verteidiger der Erde zu kriminalisieren. In dieser Situation ist die stärkste Kraft, der wir uns zuwenden können, die innere, die wahre Kraft. Und diese wahre Kraft wird uns nie im Stich lassen. Wir haben von Gandhi gelernt, uns zuallererst auf konstruktive und kreative Aktivitäten zu konzentrieren. Du musst der Wandel sein, den du sehen willst. Nur wenn du ökologischen Landbau betreibst, kannst du sagen, stoppt die industrielle Landwirtschaft. Nur wenn du traditionelles Saatgut gesichert hast, kannst du sagen, stoppt gentechnische Manipulation. Mit unserer kreativen Aktion haben wir mehr als 1 Million Bauern erreicht, die wir für die Bewahrung ihres Saatguts, den Ökolandbau und den fairen Handel trainiert haben. Mir ist im Laufe meines Lebens klar geworden, dass die Rechte von Mutter Erde und die Rechte zukünftiger Generationen am besten von den Frauen geschützt werden. Nicht, weil es in unseren Genen veranlagt ist, nicht, weil es biologische Bestimmung ist, sondern weil Frauen zurückgeworfen wurden auf die Dinge, die der Markt nicht bilanziert. Die Kinder großzuziehen, die Ernährung zu sichern, den kleinen Garten zu bepflanzen. Jetzt ist die Zeit, das kapitalistische Patriarchat hinter uns zu lassen, das diese Welt so komplett verwüstet hat. Zeit, die falschen Illusionen und abstrakten Glaubenssätze fallen zu lassen, dass Unternehmen Personen sind. Unternehmen sind Fiktionen, bloßes Papier. Wir müssen echte Menschen, echte Frauen, echte Kinder, echte Männer ins Bild rücken, echte Pflanzen, die Erdfamilie. Die zweite Illusion ist Wachstum, das Bruttoinlandsprodukt. Die dritte Illusion ist eine verkürzte, mechanistische Wissenschaft. Für jede dieser Illusionen gibt es Alternativen. Wir haben tiefergehende Möglichkeiten zu denken, ganzheitlich, in Verbundenheit mit der Erde, ökologisch. Wir müssen weg vom kapitalistischen Patriarchat,
hin zu einer Bündelung von Kräften zur Verteidigung der Erde, zur Verteidigung der Rechte des letzten Menschen, der letzten Frau, des letzten Kindes. Mein Name ist Tom Goldtooth. Ich komme aus Nordamerika, was wir die Schildkröteninsel nennen. Ich bin Direktor des indigenen Umweltnetzwerks. Wir arbeiten zum Thema indigene Rechte, ebenfalls zu Gerechtigkeit in Bezug auf Umwelt und Wirtschaft. Mit unserer Arbeit versuchen wir der Menschheit zu einer Neubewertung ihrer Beziehung zu Mutter Erde zu verhelfen, die uns heilig ist. We are coming to a time when we as people of the world, that includes indigenous and non-indigenous, to Wir kommen in eine Zeit, wo wir Menschen dieser Erde, Indigene und Nicht-Indigene, vor zentralen Entscheidungen stehen bezüglich der Zukunft der Menschheit. Wir sind verletzliche Wesen. Wir müssen uns kleiden, wir können nicht nackt umhergehen. Wir sorgen uns um unser Überleben. Unsere Verwandten, die Insekten, die Ameisen, die Vögel, die werden überleben. Wir hingegen sind verletzliche Wesen. And we're concerned about this because there's prophecies that tell of a time when the trees will start. Wir sind besorgt, denn es gibt Prophezeiungen, die erzählen von Bäumen, die von der Krone abwärts sterben, dass eine Zeit kommt, wo uns das Wasser ausgeht, eine Zeit, wo man sogar für die Luft zahlen muss. Diese Zeichen sind jetzt hier. Wir schauen auch sehr genau auf den Klimawandel. Eines der entscheidenden Themen, sehr entscheidend. Wir fragen, was ist die Ursache für den Klimawandel? Wir sehen ihn als das Ergebnis der industrialisierten Welt. Industrialisiert nicht nur im technologischen und wissenschaftlichen Sinn, sondern auch in Form einer industrialisierten Denkweise, mit der wir uns systematisch mittels selbst erschaffener Institutionen von der Natur entfremdet haben. Systematically by their own institutions removed from nature because we have Wir teilen mit einigen indigenen Gruppen aus dem Norden die Prophezeiung, dass bald die Zeit für die siebte Feuergeneration gekommen ist, dass sie die Verantwortung übernimmt und uns auf eine andere Ebene bringen wird. Das betrifft Indigene genauso wie nicht indigene Menschen. Diese Generation bildet die Weltgemeinschaft, die wir suchen. Seventh fire is a concept that there's different fires, stages of development. Sieben Feuer meint die Vorstellung, dass es verschiedene Feuer, verschiedene Entwicklungsphasen gibt für uns indigene Völker. Einige Völker, zum Beispiel rund um die großen Seen, haben diese Lehre von der ersten, zweiten, sechsten, siebten Feuergeneration. Wir sind momentan die sechste Feuergeneration. Wir sind noch in ganz viele Zustände involviert, die chaotisch sind, aber wir ebnen den Pfad für die Kinder, die siebten Feuermenschen. Sie werden es auf eine andere Stufe bringen, einen Zustand von Harmonie und Frieden. Aber das wird nicht einfach sein. Okay, but it's not going to be easy. The message again for us is that as indigenous peoples in the north as well as in the south. Unsere Botschaft als indigene Völker aus dem Norden und aus dem Süden ist, dass die industrialisierte Gesellschaft sich immens weit von der Natur entfernt hat, mit ihren Regierungsstrukturen, Konzernen und Finanzinstitutionen wie der Weltbank, mit ihren Handelsabkommen. Die wirtschaftliche Globalisierung im Rahmen des Kapitalismus nimmt und nimmt von Mutter Erde, ohne etwas zurückzugeben. Modelle von unbegrenztem Wachstum, die Konsumkultur, die Energieabhängigkeit. Wie alle Völker auf der Erde müssen wir anfangen, diese Dinge in Frage zu stellen und nach der Wahrheit zu suchen. Neu zu bewerten, was deine Beziehung zu Mutter Erde ist, was das Konzept Mutter Erde und Vater Himmel bedeutet. Das ist nötig, um eine bessere Welt möglich zu machen. And look for truth
look for truth. And again, the need to reevaluate what your relationship is to all of our Mother Earth here. What's that concept mean, Mother Earth and Father Sky? There's a need for that to make a better world possible. Thank you.